kleines Problem bei meinem 190er, die hintere linke Bremse schleift. Ich tippe mal auf den festsitzenden Bremssattel. Dann schauen wir mal, ob wir das Problem beseitigen können. Die rechte Seite ist an der Stelle in Ordnung, aber ich würde dann die komplette Bremsanlage hinten überholen. Die komplette Bremsanlage zu überholen ist natürlich nicht notwendig, aber bei dem möchte ich das gerne durchführen. So, dann wollen wir erstmal dazu das entsprechende Rad abnehmen. Des Weiteren muss der Bremssattel abgeschraubt werden, um zu schauen, was da Sache ist. Die entsprechenden Bremsklötze werden hier auch entfernt. Hier schleift nichts, also war das der Bremssattel. Wenn man leicht auf die Bremse drückt, dann drücken sich die Bremskolben leicht hinaus. Und man sieht deutlich, dass dieser verrostet ist. Also ist das der Grund, warum die hintere linke Bremse schleifte. Die Bremsscheiben sind so konstruiert, dass diese leicht einen Höhenschlag aufweisen. Und zwar so im 900stel Bereich. Ja, wenn der Bremskolben dann entsprechend verrostet ist, dann ist die Bremsscheibe nicht mehr in der Lage, die Kolben auseinanderzudrücken. Ich habe hier mir ein Revidierset für die entsprechenden Bremssättel bestellt. Und zwar ist das ein 35er Kolben. Dieses Set besteht aus zwei Kolben aus entsprechenden Dichtringen, Manschetten, Abschmierfett, Abfüllnippel und so weiter. So, dann will ich die Bremsscheibe abschrauben. Ja, um zu schauen, was dahinter ist, die würde ich auch gerne ersetzen. Logischerweise werden die Bremsklötze auch an anderer Stelle ersetzt. Ich habe mir entsprechende Zimmermann-Bremsscheiben besorgt. Die sind gelocht, sind auch etwas teurer, aber naja, scheiß da unten drauf. Die Bremsbalken sehen noch ganz gut aus, die würde ich auch gerne noch beibehalten. Die Lame muss ordentlich gesäubert werden, also da müssen diverse Rostpickel, Bremsstaub und so weiter entfernt werden. Das gesamte Gebilde wird nochmal mit Bremsreiniger durchgespült und ordentlich gesäubert. Ich trage hierbei etwas Kupferpaste auf als Trennmittel, damit man beim nächsten Mal die Bremsscheibe leichter abbekommt. Mit einer Absperrzange quetsche ich das Kabel entsprechend ab, damit die Bremsflüssigkeit nicht rauslaufen kann. Ja, und danach wird der Bremssattel entsprechend abgeschraubt. In der Druckluft werde ich jetzt die Kolben rausdrücken.
weil jetzt keinen Luftkompressor zur Verfügung hat, kann das auch mit einer Luftpumpe machen. Das würde durchaus auch funktionieren. So, jetzt werde ich den Bremssattel komplett zerlegen, sprich die Manschetten, die Bremskolben und die entsprechenden Dichtringe für die Bremskolben werden jetzt herausgenommen. Diejenigen, die aufgepasst haben, merken, dass das ein anderer Bremssattel ist. Mein originaler Bremssattel, beziehungsweise den habe ich geschrottet. Und zwar, als ich den Abfüllnippel abschrauben wollte, ist dieser abgebrochen. Also habe ich mir an der Stelle bei eBay für 20 Euro einen neuen besorgt. So, nun werden die Bremskolbendichtringe ersetzt bzw. herausgenommen. Da müsst ihr so ein bisschen aufpassen, dass die Laufkolbenfläche nicht beschädigt wird. Den Zubehörkolben vermesse ich, um zu schauen, ob dieser auch tatsächlich passt. Der Originalkolben ist bei 35 mm, also sollte der Zubehörkolben genauso vom Durchmesser sein. Was ich hier festgestellt habe, ist der Zubehörkolben so ein bisschen kürzer. Ich denke mal, das ist aber an der Stelle nicht so schlimm. So, mit einer entsprechenden Drahtbürste säubere ich den Sattel. Hier nochmal ganz kurz die Stelle, die ich abgebrochen habe. Ja, wie man unschwer erkennen kann, schmiere ich auch handelsübliche Baumarktbeize drauf. Und zwar möchte ich die Farbe, die da an den Sattel anhaftet, abkriegen. Und die Beize ist schon ganz gut an der Stelle. Also einfach anpinseln und so ein bisschen Rost und die Farbe wird schon abgehen. Das ist das Ergebnis nach dem Abbeizprozess. Der Sattel ist vollkommen sauber und entfettet. So, nun möchte ich den mit einer Hitzeschutzfarbe lackieren. Und zwar schraube ich dazu den alten Schlauch rein und den Abfüllnippel, damit die Farbe nicht in das entsprechende Gewinde reinkommt. So, nun lackiere ich den Sattel mit der entsprechenden Hitzeschutzfarbe. Falls sich manche fragen werden, warum ich jetzt hier auf Rost lackiere, das ist an der Stelle egal. Mein alter Bremssattel ist genauso lackiert und das hat über 10 Jahre gehalten und würde immer noch halten. Da blättert auch nichts ab, von daher ist das egal. Warum ich die ganze Zeit mit dem Föhn rummache? Nun ja, die Farbe muss eingebrannt werden. Das ist normal für die Hitzeschutzfarbe. So, dieses Video wird ein Zweiteiler. Also würde ich an der Stelle auch beenden. Im nächsten Teil werde ich dann zeigen, wie ich den Bremssattel überhole und wie ich das Ganze zusammenbaue und die Bremse bzw. den Sattel entlüfte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es oder disliked es, wie ihr auch immer mögt. Und wer mag, kann mich auch gerne abonnieren. Dann bis demnächst.